Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ratchet Gladiator. In der letzten Folge haben wir den Typen dort rechts gekillt. Und das war ein Erfolg mit Glück. Aber danach hatte El sogar auch noch mehr Glück und Erfolgs. Und er konnte Clank von seinen Ketten befreien, wurde dann aber von Ace angegriffen und befindet sich nun im Krankenhaus und sein Status ist unbekannt, ob er es überleben wird. Ratchet ist ziemlich böse und geht so mit voller Wut zum nächsten Planeten namens Stygia. Stygia. Ein echt komischer Name, nun gut. Keine Zeit zu verlieren. Wir müssen Gegner plattschießen. Gut, dass uns dieser Transporter zu den nächsten Gegnern bringt. Heute sehen Sie auf Pox eine besondere Episode von Dread Zone. Planet Stygia. Diese Welt wird von ständigen Kometenstürmen bedroht. Ohne seinen mächtigen Schutzschild würde Stygia in wenigen Stunden zerstört werden. Und jetzt hat irgendwer die Stromversorgung des Schilds lahmgelegt. Wer würde den armen Bürgern Stygia so etwas antun? Keine Ahnung. Aber das sorgt garantiert für Unterhaltung. Freuen Sie sich auf die heißeste Dreadzone-Folge aller Zeiten. Und auf die letzte, falls Sie auf Stygia leben. Ja, ein wirklich sehr netter Typ. Der macht alles für Klicks. Der macht wirklich alles für Einschaltquoten. Der heutigen Zeit werden es Klicks. Planet Stygia, wir berichten von der Tempus-Kontrollbasis. Tausende von Metern über der Oberfläche, deren Bewohner durch mächtige Meteoritenschilde geschützt werden. Heute aber nicht, denn wir haben sie abgeschaltet. Kann das Darkstar-Team die Störsender zerstören und Stygia retten? Das wird sich zeigen in dieser Finalrunde, in der das Schicksal eines ganzen Planeten in ihren Händen liegt. Ratchet, du musst den Landkirscher benutzen, um die Versorgungseinheiten auf beiden Seiten des Kraftfelds zu zerstören. Du musst dich beeilen. Die Bewohner von Stygia sind in Gefahr. Okay. Planet retten. Kein Ding. Kennen wir. Schon oft genug genacht. Das Ganze. Okay. Das Abschießen, aber wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Problematik. Okay, zwei Seiten. Fängt davon. Jetzt ist wieder viel Zerfetzen angesagt. Geh weg, Typ. Oh, ich bin eine große Spinne und ich bin direkt vor dir und ich sollte mehr die coolen Sachen benutzen. Bevor ich von den ganz coolen Sachen zerstört werde. Okay, what next? You guys? Okay. Easy peasy. Ich sollte nur die starke Waffe benutzen. Das würde einfach mehr Sinn machen. Beep-boop. Oh Gott. Besser auf Abstand. Wir haben ja Zeit. Wieso muss ja keine Hektik da? Ich muss Ihnen sagen, die Chancen stehen nicht gut, aber das Darkstar-Team hat uns schon mehrmals überrascht. Das stimmt und wir werden bestimmt ein weiteres Mal euch überraschen. Wenn nicht diese ganzen Gegner in meinem Weg wären. Wer würde sowas nur machen? Das ist ja echt gemein. Oh, das Heilung. Yeah. So gut, oh nein! Oh no! My robots! Don't shoot on them! Die sind neu eingefärbt! Nee, ich heile dich schon! Keine Sorge! Oh oh, aua! Voll aus! Geh weg! Dankeschön! Oh, noch mehr! Komm schon! Wie viele Massengeballer heute! So, nur du weg! Gehst du bitte weg? Gehst du bitte weg! Dankeschön. Oh, jetzt so viele von denen. Es werden immer mehr. Es kommen keine anderen Gegnertypen mehr. Es werden einfach nur noch mehr. Unsäglich viel mehr. Ah, dort ist ein Heilungspunkt. Ist ja lächerlich. So, was next? Ja, natürlich. Diese kleinen Gegner sind völlig quatschi. Wenn man in so einem großen Ding ist. Und hinter uns ist ein Heilungsfeld, Leute. Wisst ihr das eigentlich? So. Machen wir das alles platt.
gehen kurz auf das Heilungsfeld. Weil wir es können. Für dich jetzt. Ne? Heilungsfeld? Was sagst du? Alles cool? Können wir den Gegner da hinten treffen? Nicht wirklich. Okay. Aber wir... Oh. What? So. So, oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist der große Gegner weg. Das ist doch sehr toll. Wo geht's als nächstes hin? Wahrscheinlich geradeaus. Wie die ganze Zeit. Guy. Don't shoot on me. I shoot on you. Only that way. So. Roboter reparieren. Ich hab den Superblaster von denen bereit. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo er hier jetzt Sinn machen würde. Was meint ihr dann so? Oh, wir müssen die Sachen hier kaputt machen. Na denn, dann werden wir es doch direkt tun. Bum bum. Und? Können wir den da hinten auch schon treffen? Nee, jetzt gleich. Oh! Leute! Ihr müsst doch nicht immer Raketen schießen. Das müsst ihr doch nicht tun. Ich schlag immer wieder vor, wir können einfach miteinander reden. Manchmal würde es einfach viel mehr Sinn machen. Aber ihr wollt es ja nie. So, oh Gott. Oh Gott. Dead Blaster Power. Dead Blaster Power. So. Hallo? Ist dieses große... Ich springe über dich. Ja, ja, hast du noch Schrott gerechnet? Und da kam nur einer raus. Muhaha. Direkt bei Erscheinung zerstört. So. Oh, Geld bekommen. Löst doch mal etwas. Bum, bum. Yeah. Mit Stilpunkt für irgendeine tolle Sache. Haben wir irgendwelche Sachen kaputt gemacht? Damit geht das Ding wieder. Das Schild bestimmt an, wenn wir Sachen kaputt machen. Bestimmt. Das ist Pech. Das Darkstar-Team hat den Kontrollturm beschädigt. Die Schilde sind unten. Die Schilde sind unten. War das zu dramatisch? Offenbar muss das Darkstar-Team die Schilde manuell einschalten. Schade, dass das unmöglich ist. Sie brauchen Techbots, Supercomputer und einen großen silbernen Schlüssel. Okay, das mit dem Schlüssel war gelogen, aber wäre das nicht großartig? Das wäre ein Spaß, oder etwa nicht? Gut, dass wir das alles haben, zufälligerweise. So, ganz zufällig. Und wir können die Zeitbomben-Modifikationen kaufen. Aber später mal, würde ich sagen. So, nächstes. Wir haben voll ins Gefällt. Oh, in der Richtung. Ich habe einen Plan. Wenn du die Blitzableiter nicht aktivieren kannst, kann ich von hier aus manuell rekalibrieren. Okay, okay, okay. Dann aktiviert das Ding mal. Und der andere schützt ihn. Das war mein Plan. Das war der erste. Oh Gott, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Immer dann, wenn ich mal nicht aufpasse, dann passiert sowas hier. Ey. Aber das Geld ist auch schön. Ich habe gar keine Energie. Aber es hat funktioniert. Natürlich. Kurze Pause. Oh, es ist ja schon fast Mittag. Zeitplaner warten, Bloody Mary. Was machst du da? Die hier ist für dich, Baby. Komm mir bloß nicht zu nah. Okay. Okay. What next, guys? Heilung. Das ist gut. Und Heilung für den Bot. Das ist auch gut. Oh ja, ja. Die Moderatoren, ne? Das ist so eine Gruppe. Schwingen! Boss, wenn Sie den Schwunghaken verpassen, erwartet Sie ein qualvoller Tod. Bloß nicht nervös werden. Okay, dann werde ich nicht nervös. Oh mein Gott. Ah! 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 Minen, Minen, Minen. Minen, Minen, Moni, Mini, 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 Minen. Minen, Minen, Minen. Minen, Minen, Minen. Mit Minen ist alles gleich viel schöner. Mit Minen lebt es sich viel besser. Und mit Vollkostenwaffen. Ganz ruhig, alles wird gut. Oh. Oh, geht weg, Leute. Geht weg. Ich hab HP. Wisst ihr das? Und ich kann mit der umgehen. Also eine Regel.
Glaubt mir. Räumkabel, was? Die hatten wir früher zu Hause auch. Das ist gut zu wissen. Sniper Power. Piu. Ich brauche keinen Zoom. Nicht immer. Könnt ihr noch verwenden. Looky looky. Yeah. Looky looky. Looky look. Lucky look. So, das waren zwei super fette. Und da kommen gleich mehr auf uns zu. Eieiei. All the weapons. I need some shields. So. I have the shields. I have the weapons. And now I make the distraction. After this. After this. Und der ist the one. So. Ja, das ist gut. Gegner? Keine? Alle weg? Nummer 3 Boss, wir haben es fast geschafft. Das ist gut. Wir brauchen sogar keine Heilung. Denn wir haben mehr als genug. Da grinden wir drauf, oder? Gott sei Dank. Gut. Hm. Ah, diese automatische Schwunghackensache, ey. Immer die gleiche Sache, ey. Ist so gar nicht meins. So gar nicht. So gar nicht, Leute. Diese Waffe. Und einfach kein Schaden. Nicht genug Schaden. Oh, und schon leer. Bipup, bipup. Ah! Nennt mich Schildmann. Denn ich hab Schildemann. Ich hab sogar, Geschütztürme, Mann. I am the Defense Guy. Das würde ja Spaß machen. In einem Simulator. So. Und jetzt schießen wir ihn weg. Unsere Schilde schützen uns. Solange sie noch da sind. Jetzt sind sie weg. What? No. 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 Keine Money. Dann halt so. Geht auch so. Seht ihr? Man muss nur dran glauben. So. Er geht auch gleich drauf. Natürlich. Und mit einem weiteren Hochlevel. More Damage. For us. Ja, bitte. Yes, sir. Das müsste der letzte gewesen sein. Das war's. Der Mops liegt im Pfeffer. Das sagt man so bei der Armee. Okay, der Mops liegt anscheinend wirklich im Pfeffer. Das ist gut. Und gab Stilpunkte. Armer Ratchet, er hat ein Hoverschiff und kann nirgendwo hin. Nach der Rekalibrierung der Blitzableiter ist der nächste Schritt, die Kontrollpunkte im Kern des Schilds zu hacken. Und Bimmelim, die Schilde sind oben. Schade, dass der Reaktor der Basis einen direkten Treffer bekommen hat. Schade, dass überall Strahlung ist. Schade, dass ich Bimmelim gesagt habe, wer schreibt eigentlich diesen Mist? Sir, Söldner allein und ich werden gehen. Sie haben uns so weit gebracht. Wir schulden es Ihnen. Wir hacken uns in die Kernkontrollpunkte. Achte darauf, dass du uns mit dem Hoverschiff absicherst. Sir, wir kümmern uns um die Kontrollpunkte, aber das Hoverschiff muss uns hinbringen. Okay. Okay, dokey. So. Sind Gegner? Das wollen wir natürlich nicht, dass da Gegner sind. Deswegen machen wir die Gegner erstmal weg. Das ist selbstverständlich. Wenn die Gegner schon einen stören, dann kann man sie wegmachen. So. Sind weg. Sind weg. Sind weg. Diese ganzen Kameras und Lichter hier. Was geht da nicht? Oh. Okay, noch mehr. Von diesen Typen. Sollte aber, dadurch, dass sie irgendwie aus der Kunden falscher Richtung schießen. So, irgendwo müssen dort die Bots sein. Ich bin erstaunt, dass der kleine Karl noch am Leben ist. Was meinst du, Juanita? Der Lombax hat ein echtes Talent dafür, seinen stinkenden Pelz zu retten, Dallas. Was für eine Enttäuschung. Ich finde das ganz gut, ey. So, diese Waffe hat ziemlich viel, also dieses Waffe, sag ich schon. Das Ding hier hat ziemlich viele Fähigkeiten. Sieht auch ziemlich gut, ey. So.
Wegschnaggeln wir die Gegner. Gibt gut Geld. Das macht schon viel besser. Oh wow, oh wow, oh. Gegner on the front. On the front side. Geht doch nicht. Nu? Ah! Voll in die Dinger rein. Voll in die Dinger rein. Ups. Gegner? Da ist doch einer. So, jetzt ist alles frei. Nu? No? Achso, wir müssen die Sachen hacken. Ja. Oh ne! Das ist der Roboter down gegangen. Das geht doch nicht. Wieso? Aber insgesamt wieder eine leichte Aufgabe. Sicherheitskugeln aktivieren, Sir. Was? Das war schon alles. Wow. Easy peasy. Easy peasy. Red Zone hat einen Großangriff auf den Schildgenerator gestartet. Wenn das Darkstar-Team den Angriff nicht abwehrt, sind die Leute auf Stygia bald platt wie die Pfannkuchen mit Sirup, Butter und etwas Orangenverzierung. Oh nein, kann ich Frühstück ein stilles Abendessen haben oder ist das einfach nur seltsam? Oh, richtig, Stygia, das Darkstar-Team und die bösen Jungs von Red Zone. Ich bin dabei. Alter. Diese Typen, ey. Oh, dieses Level up, ey. Diese Waffe, die macht jetzt so brutal Schaden. So brutal Schaden, das ist echt krass. Man kann so viele Gegner auf einmal damit zerfetzen. Zahltag. Für was auch immer. Aber immer muss irgendwann mal ein Zahltag kommen. Nee. Will ich abschießen. Dankeschön. Und das auch nochmal als Level up. Wenn das nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. Boom. Boom. Stehst du? We make the Boomsies. Und für dich auch nochmal mehr Boomsies. So, jetzt ist dieser Gang wirklich frei. Ist er wirklich frei? Ich kaufe ihn nochmal ein. Super geil, ne? Ja, ich weiß. Und vor der Heilung. Aus Prinzipien. Ist dahinter noch irgendwas Cooles? Nö. Da ist noch mehr Gegner. Und wer kann da irgendwelche krassen Waffen benutzen? Die Waffe! Obwohl sie nicht so krass ist. Nicht getroffen. Ist ich nicht getroffen. Boom. Ach, komm. Geht doch. Man muss auch treffen können. Nun gut. Wie viele kommen denn hier noch? Alles cool? Alles cool an der Ecke? Alles cool. Wunderschön, dann würde ich sagen, dann war es das von der heutigen Folge von Ratchet Gladiator. Mit mir, Zavex. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet bei der nächsten Folge ein und dann gucken wir, ob wir diesen Planeten von diesen Meteoren, Elektrostürmen und sonstigen Problemen retten können oder auch nicht. Na denn, ich bin Zavex und ich bin nun raus. Ciao!